Herzlich willkommen zu Let's Play Mario Party 7 Partymodus Schirmerlee von mir, Ninja. Steht ja nur. Ja, wir haben jetzt ein paar Tier aufgehört und machen jetzt auch weiter. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit Mario Party 7 in der Flings-Ahara. So, und ich muss euch erstmal was erzählen, Leute. Und zwar soll er erstmal, ihr wisst ja, die letzten Parts, die waren nicht, ja, so schön. Immer diese Streifen waren im Bild gewesen, was nicht so schön aussah und ja. Das hat sich jetzt ab sofort geändert. Die Streifen sind nicht mehr im Bild. Dafür muss ich aber auf eins verzichten. Und zwar, die Streifen lagen daran, dass das Ganze an meinen Fernseher angeschlossen war. An meinen neuen. Damals am alten ging das ja irgendwie ohne Streifen, da geht es mit Streifen. Ganz komisch, egal. Also deshalb habe ich es jetzt rausgenommen. Also abgetrennt, also ja, nicht abgetrennt, ja nicht mehr angeschlossen am TV, sondern ich sehe es jetzt über mein Aufnahmefenster. Das Ganze. Weil es jetzt ein bisschen ungewohnt ist, aber jetzt kann man auch schön sehen, wie sich das Ganze so aussieht. Und so. Und da habe ich gerade ein paar Aufnahmetests gemacht, ob sich das auch gut lohnt. Und ja, Streifen sind nicht mehr da. Und deshalb tut mir leid für die letzten Parts mit den Streifen, die mal hoch und runter gegangen sind. Ja, tut mir sehr leid, Leute. Na gut, wir machen jetzt hier weiter mit Mario Party 7. Ach ja, schönes Spiel. Also Mario Party 7 ist echt ein schönes Spiel, muss man immer sagen. Oh. Da hat Mario schon mal Bowser Juniors Stern bekommen. Ja. Und ich habe sogar geschafft, das Ganze synchron zu bekommen. Das ging vorher irgendwie immer nicht mit dem Video und so. Aber jetzt ist es komplett synchron und der Fernseher ist komplett aus. Bisschen ungewohnt jetzt, aber so kann ich auch sehen, wann mal Outer City abstürzt oder wie groß die Aufnahme ist. Na gut, das konnte ich vorher auch schon alles, aber naja. Jetzt sieht man es halt noch näher dran. Und ja, dadurch, dass das Aufnahmefenster ja so klein ist, habe ich halt ein bisschen rangezoomt und dann so weit rangezoomt, bis ich halt alles perfekt sehe. Ja, so sieht jetzt die neue Aufnahmetechnik aus. Ach ja. Och, nö, Todd, ich hasse dich. Vielleicht kann ich sogar mal versuchen, immer mal mitzusummen. Ich meine, man hätte jetzt alles synchron, also sicher mitsummen können, obwohl Audioaufnahme, egal, das lieber. Wer will mit schon singen hören? Singen ist eh immer schlecht im Let's Play. Mag eh keiner. Oh, wir haben 8 Sterne, ist sogar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, die letzte Aufnahme war gestern. Von daher kann ich noch an sehr vieles erinnern. Was nehmen wir denn? Mal kurz gucken, ist da hinter mir jemand? Nö, Knochenbeutel nicht einsetzen. Gucken wir da mal irgendwo hin. Ja, so. Und ich finde, so macht es auch Spaß aufzunehmen. Wenn keine Fehler im Bild sind und so, dann macht es richtig Spaß, jetzt Play aufzunehmen. Ist halt so. Jetzt habe ich nur eine Sache vergessen und zwar mein PC geht die ganze Zeit nach einer Minute im Ruhezustand. Ne, nach 15 Minuten, so habe ich es eingestellt gehabt. Jo. Ich hätte es nur ein bisschen länger machen sollen. Naja, egal. Oh, lalalalala. Aber ich nehme mal nichts. Warum weil das nicht? Ja, so sieht es auch schon viel besser aus, das Bild. Und wenn man später noch schön groß sieht, auch Vollbild. Ja, dann sieht das schon perfekt aus. Also ich glaube, euch haben die Streifen genähert. Also ich habe auch gerade in YouTube noch mein Video da angeschaut. Das eine, die anderen zwei kommen noch hoch. Ein bisschen Vorrat aufnehmen und so, da habe ich ja nicht mehr viel. Naja, oder gar nichts. Da ich ja immer mal Party 7 ungern aufnehme, weil man nie weiß, was man erzählen soll. Aber jetzt habe ich ja aufgenommen. Ich weiß auch gar nicht, welche diese Aufnahme erzählen soll, aber irgendwas wird mir schon einfallen und blablabla. Und so ist das Ganze halt. So, wir spielen jetzt erstmal das Spiel Flugsteinwerfer. Yay. Was ein tolles Spiel. Eigentlich der Trick, sich nicht hinter den Figuren hinzustellen, aber das habe ich jetzt gerade gemacht und das könnte mein Tod heißen. Eigentlich ist der Trick, man darf sie nicht hinter die Figuren stellen, dann ist man sofort eigentlich tot. Oh, oh, hey, what? Was hat er denn gemacht? Okay. Ah, jo, komisch. Ja, gut, das hat er mir erwischt. Schade. Ja, und ich freue mich auch bald, dass Mario Party 7 irgendwann mal zu Ende ist mit dem Party-Modus. Ich meine, es kommt zwar noch 3 Bretter, aber naja, dann wird erstmal irgendwann mal Ende sein mit Mario Party 7 und dann habt ihr auch alle genug von Mario Party 7 und so weiter. Ja, was nach Mario Party 7 kommt, lasst euch überraschen. Ich habe das Spiel schon gestern angezockt und es ist schön. An die Kindheitsträume kann ich mich wieder daran erinnern. Ah, ja, in der Kindheit. Ihr müsst es so vorstellen, ich habe mir alles letztens bei der Retro-Börse gekauft, weil ich alles damals weggeschmissen oder verkauft habe. Ja, naja.
Jetzt habe ich mir jetzt alle Spiele wieder geholt. Gut, zwei paar Spiele fehlen noch, aber gut, so packt wirst du eh nicht finden. Von daher, solche Spiele. Wissen bei eBay oder so. Ah ja. Ja, macht schon Spaß. So, kann man auch gut aufnehmen, finde ich. Und die Aufnahme sieht sogar noch perfekt aus. In der letzten Aufnahme, in der letzten Part war ja ein Ruckler drin oder Leck. Naja, aber ich habe es nur schnell bemerkt. Aber es sieht so schön aus, als wenn keine Streifen runtergehen. Ich glaube, das hat euch auch so genervt. Ja. Naja, seht halt mehr. Ich hätte doch die Knochen einsetzen sollen. Dumm. Dumm. Was ich nur noch bemerkt habe, ich hätte meine Stimme noch höher stellen müssen. Also lauter. Ich habe das schon auf 190% gehabt. Im Part 15, glaube ich. Keine Ahnung. Naja, ich hätte es halt noch lauter stellen müssen, 100% oder 900%. Am besten so laut, bis man es hört. Jo. Also ich weiß nicht, ob ich mit zum Sollte. Irgendwie ausprobiert, ob ich mit zum Sollte oder nicht. Naja, kommt halt drauf an, wie ich das jetzt mit Audacity und so mache. Jetzt muss ich das ja auch ein bisschen anders regeln. Jetzt muss ich das per Tastenkombination immer anmachen, Audacity. Oh, ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Leute. So, Hund, brauchen wir den jetzt immer noch? Jo, Tordett. Ich würde den mal einsetzen. Dadurch ist man nämlich 3 Runden lang von Hunden geschützt. Also, außer ein Hund holt dich und dann ist der Knochen weg. Aber das ist schon eine sehr gute Seite hier. Ich finde eigentlich, dieses Brett ist sehr langweilig mit den Ketten und so. Aber naja, müssen wir auch mal durch. Und jetzt kommt Toadette. Die holt sich jetzt bestimmt einen Hund. Der da oben ist ja der Beste, weil man ja für 3-mal Würfen 10 Münzen bezahlt. Was unglaublich ist. Und ja. Ja, 20 Felder gut, dass ich mir eine Kapsel eingesetzt habe. Das wird jetzt auch gleich bewährt machen. Bestimmt. Ja. Und da kommt sie, aber ich gebe ihm einen Knochen und er lässt mich in Ruhe, aber Todd hat es leider nicht so gut erwischt. Was ich vielleicht auch mal am nächsten Brett machen werde, ich werde mal die KI der Spieler erhöhen. Also normal oder leicht, was wir zurzeit haben, ist irgendwie langweilig, finde ich. Ich bin ja immer Erster, ich wollte ja auch mal ein bisschen mehr Spannung sehen, Leute, ne? Also mal nächstes Mal höher stellen, auf. Das ist die nächste Stufe, extrem oder brutal? Brutal hat Schlimmste, also extrem. Oder schwer, schwer ist ja aber besser. Ist ja bei jedem Mario Party Spiel anders. Oh, wir spielen jetzt erstmal schön Spiel Schachtbar. Na denn. Mal schauen, wer gewinnen wird. Ja, Steine kaputt, kaputt und kaputt. Er hat mich ja Minecraft. Außer dass die Eisenspitzhacke besser abbaut als die goldene, obwohl die ist ja schneller, die goldene. Naja, gut. Naja, ein bisschen Realismus hat das jetzt schon. Aber Gold, sie geht sehr schnell kaputt, ich muss mir vorstellen. Die hat mal eine Goldschaufel ausprobiert. Ihr wisst gar nicht, wie schnell die kaputt geht. Also Gold ist in Minecraft irgendwie, ja, sinnlos. Außer halt für eine Uhr und einen Kompass. Ne, Uhr. Doch, Uhr. Und Kompass macht man doch anders. Stimmt. Ich erzähle nur Müll. Aber egal. Ja. Schade. Aber wir haben gewonnen. Perfekt. Kann ich besser laufen. Ach ja. Displays machen ist schon schön, vor allem mit einer schönen Grafik und Qualität. Grafik kann man jetzt nicht bestimmen bei Spielen, ne? Nur Qualität, das ist ganz bestimmt. Ja, wir haben auch schon ein Jahr auf YouTube, was Wahnsinn ist. Und ich habe gerade mal 120, wenn mich neulich nicht wieder jemand abonniert. Naja, egal. Aber so ist es halt. Es abonnieren nicht Leute, deabonnieren nicht mehr Leute und so weiter. Gut, ein Jahr auf YouTube, manche haben dadurch schon 10.000 Abonnenten erreicht. Hey, ich meine, für einen 14-Jährigen ist das eigentlich gut mit Let's Plays. 120, ist auch schlimmer ausgehen können. Naja,
Mal schauen, was nach 2 irgendwie nach dem nächsten Jahr aussieht. Ich meine, meine Let's Play Zukunft sieht gut aus. Ich meine, ich habe so viele Projekte, die alle gerne anfangen würde. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Armer Tor, ich würde erstmal von einer Piranha-Pflanze gegessen. Minus 13, der Arme. Ja, komm, ich will, wir wollen. Yay, Yoshi, auf geht's und Würfel. 8, perfekt. So, wir gehen nach links. Kriegen eine Tornadino-Kapsel. Und gehen auf die andere Seite des Spielbretts. Na denn. Wenn es sein muss. Perfekt. Was mich auch wundert hier beim Aufnahmeprogramm irgendwie, ist ein Part, sagen wir mal, zu 400 Megabyte gleich. Also wir haben jetzt zurzeit 388 Megabyte. Und bei Minecraft sind es irgendwie bei 2 Stunden, 100 Gigabyte. Oh Mann. Aber in Minecraft ist ja eh gerade so ein Thema. Zeitlaufen, ja, Adventure mit mir und Fabi. Jetzt ist es wieder aktuell, wenn es nicht mehr aktuell ist, tut mir leid, weil ich jetzt hier erzähle. Ja. Wann mit dem normalen Minecraft Together weitergeht, steht in den Sternen. Wir wissen es nicht. Denn, wie keiner weiß, hat Jonas PC kaputt und Kilians PC ist kaputt. Oh, ich hab's schon mal erzählt. Außer, soll ich eigentlich mehr Info wieder erzählen und nicht bei einem Park hat eh keiner, dann schaut von Minecraft an. Egal. So, kommt schon. Nein, 4 Spieler, Minispiel, das ist ja schön. Wir spielen jetzt das Spiel Achterkart. Juhu, mein Lieblingsspiel. Eigentlich sind alle Spiele schön. Na, dann beginnen wir. Oh, los. Komm, komm, nicht da in die Bande. Nein, da nicht, nein, nein. Ja, hier schön rum. Ja, ja, perfekt. Und damit haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Ja, sieht gut aus. Gut aus. Und die zweite Runde schon. Komm schon, komm schon. Ja, komm schon. Ja, gut. Hier rum, komm. Mein Gott, Mario, ey. Stell dich doch nicht vor, meiner. Mein Gott, ihr seid alle schlechter, wisst ihr. Ich will euch wieder eine Runde überholen, dankeschön. Haben wir ja schon gehabt. Ich hatte schon 2 Runden überholt. Nein, nicht die Bande. Ja, na gut, kein neuer Rekord, aber ist ja auch egal. Sieger ist Yoshi, hey, ist auch mal schön. 14 Runden schon. Oh, ist ja gleich schon wieder zu Ende das Brett. Ah, ja. Ist ein bisschen schön, aber traurig. Oh, Bowser kommt auch nochmal gleich. Mal schauen, was der wieder anrichten wird. Ja, gerade ein paar Soundtracks bei mir. Aber ist gut. Aufnahme sieht auch rosig aus. Oh ne, ich hab mich geirrt. Aufnahme ist meist 5 Runden. Ja, halt groß bei mir. Egal. Ist trotzdem besser als Minecraft. Komm, Todd, würfelt eine 3, 3 und eine. Oh, schade. 3 wäre nochmal schön gewesen. Naja. Bisschen ungewohnt ist es jetzt schon, ich muss mal sitzen schauen. Naja, bessere Qualität für euch und die Qualität kann ich euch nicht mehr angedrehen. Ach ja. Ja, wieder ein paar Soundtracks bei mir, aber das ist ja nicht schlimm. Ihr habt ja alles schön normal. Na komm, mach hin. Was ja auch schön ist, heute ist Freitag. Normal hätte ich heute Schule. Normal. Aber hey, wir haben ja Feiertag. Obwohl, eigentlich hat man gestern Feiertag und das war heute ein Brückentag der Schule. Ist ja auch mal bei jeder Schule anders.
mache ich jetzt noch Schule. Habe ich jetzt noch die schlimmste Stunde gehabt, Physik. Oh Gott, Physik kann ich gar nicht ab. Vielleicht ist für manche Physik schön, aber ich kann es nicht ab. Das geht so langsam runter, die Stunde. Vor allem, wenn man den Schulleiter als Lehrer hat. Ja, schön. Aber nun gut, egal. Ich weiß nicht, wie es bei euch Physik ist, bei dieser Entspannphysik. Man weiß es ja nicht. Wir haben zurzeit das Thema. Wir hatten zuletzt Laser. Laser. Gut, wir machen es bei jeder Stunde Versuche. Also, das war jetzt zu ätzend langweilig, die Versuche. Man nimmt so eine optische Scheibe, misst die Winkel, Einfallswinkel, Einfallslot. Fertig. Wenn ich jetzt irgendwas in Physik falsch gesagt habe, ist euch jetzt auch egal. Bei mir könnt ihr eh nichts sehen, von daher. Oder vielleicht ein bisschen. Naja, egal. Da tun wir mal, da liegt doch noch Tornadino-Kapseln. Wir müssen jetzt unbedingt den Wuffi nehmen, also den Kettenhund. Da wir sonst zermatscht würden. Genommen zweimal Wuffi. So, einmal eine 7 und eine 2. Naja, 9, nicht viel. So. Aber Hauptsache weg von den anderen. Wo geht's jetzt mal hin? Vielleicht oben einer, unten eine Gewehr, links. Links ist besser. Ja, dann schauen wir mal, ob uns die anderen gleich erwischen werden. Ich hoffe es ja nicht. Wäre sonst schlecht. Oh, wie meinen, wir sind immer noch auf Platz 1. Ullala. Tot hat auch 7 Sterne. Hab ich auch noch nicht gesehen. Müssen wir mal Tottenpark nehmen. Die Aufnahme ist schon 16 Minuten lang. Ja. So ist es. Wir werden im nächsten Part spielen, meine lieben Zuschauer. Wir werden das Spiel spielen. Blasebalken. Denn das war's erstmal für diesen Part, Leute. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn ich bei Let's Play. Mike, bevor ich schon wieder sagen, ich werde mich nie dran gewöhnen, Mario zu sein. Egal. Let's Play Mario Party 7 Party Modus Germany von mir an den Yoshitendo. Bis dahin sage ich, ciao, ihr Yoshitendo.